Ja. Das war richtig erste Sahne, was die Spieler da gegen Armenien gezeigt haben. Vor allem Marco Reus, leider jetzt nicht mit dabei. Der 32-Jährige fällt für das nächste Qualifikationsspiel aus, wie Hansi Flick verlauten ließ. Er hat leichte Knieprobleme. Es wurde jetzt heute Morgen alles nochmal abgeklärt. Ist nicht zu sehen im Knie, also ist alles okay, aber er hat halt Probleme. Und es war einfach zu kurz. Ich denke mal einen Tag länger. Hätte gut getan und dann wäre er da fit gewesen. Ich hoffe natürlich, dass er fürs Wochenende Dortmund zur Verfügung steht. Also Marco Reus kann leider nicht mit dabei sein. Florian Wirtz, der hat ja beim Sieg über Armenien sein zweites Länderspiel bestritten. Bundestrainer Hansi Flick ist bereits von den Qualitäten des Youngsters überzeugt. Florian Wirtz ist wie alle jungen Spieler hier einfach auch durch die Unbekümmertheit ein Riesengewinn auch für diese Mannschaft. Man hat ja in den letzten Bundesliga-Saisons, ich glaube jetzt eineinhalb Saisons, die er dann auch bei Leverkusen spielt. Wir haben schon das ein oder andere Mal auch gegeneinander gespielt. Und von daher ist er einfach hervorragend Techniker, sehr spielfreudig, sehr kreativ und guten Torabschluss. Aber auch, was man natürlich auch braucht, gerade im Mittelfeld, sehr lauffreudig und eine gute Geschwindigkeit. Also von daher hat ein gutes Gesamtpaket. Also die Qualifikationsspiele für die WM 2022, die laufen. Der Gastgeber Katar, der wird aufgrund von Menschenrechtsverletzungen ja immer wieder heftig kritisiert. Auch Forderungen nach einem Boykott kommen immer wieder auf. Das hat Leon Goretzka auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Island zwar kategorisch ausgeschlossen, aber er hat dennoch Stellung bezogen. Wir haben ja auch schon sehr öffentlich wirksam da Stellung zu bezogen. Grundsätzlich betonen wir immer wieder, für was wir hier beim DFB stehen möchten. In erster Linie konzentrieren wir uns aktuell darauf, das vorzuleben und das natürlich auch einzufordern. Ich glaube, dass in Zukunft bei solchen Vergaben auch mehr auf solche Dinge geachtet werden muss. Trotzdem haben wir jetzt auch schon ganz klar gesagt, dass wir an dieser WM teilnehmen, einfach um auch die Gelegenheit zu nutzen, so ein bisschen die Plattform zu nutzen, um auch da weiter darauf aufmerksam zu machen und das einzufordern. Wie gesagt, wir sind trotzdem auch der Meinung, dass wir hier in unserem eigenen Land noch nicht perfekt sind und dementsprechend vielleicht auch erstmal da anfangen, wo wir auch den größten Einfluss nehmen können. Und das ist dann in der Regel vor der eigenen Haustür. Ist schon eine Ecke her, dass Mario Götze im Trikot der deutschen Nationalmannschaft aufgelaufen ist. Im November 2017 kam der Mittelfeldmann beim 2:2 im Freundschaftsspiel gegen Frankreich für 25 Minuten noch zum Einsatz. Und dennoch hat er die DFB-Elf natürlich weiter im Blick. Er fordert Geduld beim Neuaufbau mit Hansi Flick und verrät, dass er mit dem Bundestrainer in Kontakt steht. Also es ist typisch deutsch, glaube ich. Dann auch die Erwartung. Es ist ja auch immer so ein bisschen, was ist die Erwartungshaltung, was sollte passieren und. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass das auch einfach alles Zeit braucht. Und es ist ja umso besser, dass es jetzt einfach auch sportlich, ich meine mit zwei Siegen, es ist ja alles gut. Ich kenne Hansi ja auch gut, also von daher. Wie ist da der Kontakt gewesen in den letzten Tagen, Wochen? Ja, wir hatten ja schon immer mal, also wir hatten ja seitdem ich ihn ja kenne, haben wir Kontakt. Hat er dann auch unterschiedliche Positionen gehabt und jetzt wieder ein Bundestrainer. Deshalb, also er hatte mich ja auch angerufen gehabt, er hat es auch bei der PK erwähnt. Ich meine, von daher, ich freue mich für ihn, für den Job, den er hat und macht es ja bis dato sehr, sehr gut. Also sehr, sehr gut gelaufen.